Gott sei Dank geht es heute weiter. Der Ruhetag ist rum und damit sind wir wieder bei GCN Racing mit den Tour de France Highlights. Vor dem Ruhetag sahen wir Simon Yates mit seinem zweiten Etappensieg, den er hervorragend herausgefahren hat. Und wir sahen auch, wie Julian Alaphilippe sein gelbes Trikot einmal mehr verteidigte. Jedoch sahen wir auch das erste Mal, dass er Probleme bekam bei den ganz langen Anstiegen. Insofern bleibt es unwahrscheinlich spannend. Er hat jetzt noch 1,35 Vorsprung auf Geraint Thomas und die ersten 6 der Gesamtwertung mit Emanuel Buchmann liegen alle innerhalb von 2 Minuten und 14 Sekunden. Damit wird diese letzte Tourwoche der absolute Nervenkrimi, so viel steht fest. Heute geht's zunächst von Nîmes nach Nîmes, das Ganze über 177 Kilometer. Eine relativ einfache Etappe, wenn man das so sagen kann. Der größte Gegner der Fahrer wird heute definitiv das Wetter sein, denn wir erwarten Temperaturen bis zu 38 Grad und hier sehen wir das Höhenprofil, also keine allzu großen Schwierigkeiten unterwegs. Wie wir hier sehen können, gab es bereits zum Start angenehme 33 Grad Celsius und das hielt diese beiden aber nicht davon ab, sich direkt abzusetzen. Alexis Gougar für AG Deuxerre La Mondiale und Stefan Rosetto für Cofidis, der bereits zum 7. Mal jetzt in einer Gruppe des Tages unterwegs war. Dazu kamen noch Lars Back für Dimension Data, Paul Ursula für Total Direct Energy und Lukas Wichnowski für die CCC-Mannschaft. Die Gruppe stand also und dann gab es eine kleine Schrecksekunde, denn in dieser Kurve, da legte sich Geraint Thomas, der Titelverteidiger, auf die Nase. Man weiß nicht genau, was passiert ist. Höchstwahrscheinlich hat er sich mit dem Vorderrad an einem Teamkollegen aufgehangen. Er flog also auf die linke Seite, holte sich da ein paar Schrammen und ein paar Kratzer. Wir hoffen, dass da nicht mehr passiert ist, dass sich im Nachhinein nichts herausstellt. Er wurde hier nochmal gereinigt, konnte dann den Anschluss zum Feld wiederherstellen. Lars Back holte sich dann die Sprintwertung aus der fünfköpfigen Spitzengruppe und hinten wurde nochmal ein bisschen, ja, gesprintet ist übertrieben, aber die Punkte wurden nicht einfach so verschenkt. Wir sehen hier Elia Viviani, wie er sich die verbleibenden Punkte aus dem Feld holt. Peter Sagan ist auch mit dabei und Sonny Colbrelli. Also keine große Aktion, aber alle Punkte auf jeden Fall vergeben. Wie bereits erwähnt, war es wirklich sehr, sehr heiß heute und Alexis Gougar holt sich hier nochmal einen schönen Klumpen Eis, den er sich in den Nacken presst. Einen kühlen Kopf zu bewahren ist heute das A und O. Und Lars Back holt sich auch die einzige Bergwertung des Tages, da freut sich also die Teamkasse. Und der 39-Jährige gab im Übrigen auch bekannt, dass dies seine letzte Tour de France in der Karriere ist. Er hat ja schon eine ganze Menge erlebt und irgendwann, da ist natürlich auch mal Schluss. Ja, dann gab es eine neue Schrecksekunde, 27 Kilometer vor dem Ziel. Es gab einen weiteren Sturz, Case Bohl hier mit dabei für die Sunweb-Mannschaft. Und im Hintergrund sahen wir auch Jakob Fuglsang, der sich relativ doll auf den Asphalt legte, so wie es aussieht, für ihn die Tour de France leider beendet. Er war 9. in der Gesamtwertung und hatte noch einiges vor, fühlte sich noch gut, aber musste jetzt hier verletzungsbedingt aufgeben. Die genaue Verletzung, die kriegen wir sicherlich später noch zu hören. Ja, die Spitzengruppe kämpfte tapfer. Knapp 9 Kilometer vor dem Ziel hatte man noch rund 10 Sekunden Vorsprung und sie arbeiteten gut zusammen und wurden erst einmal nicht eingeholt. Dann gab es hier noch weitere Stürze. Roman Kreuziger von der Education First Mannschaft ist betroffen. Er war 14. in der Gesamtwertung vor dieser Etappe, kann aber schnell weiterfahren mit dem Rad seines Teamkollegen. Und hier sehen wir nochmal die 5 Mann an der Spitze, die hier wirklich mit Vollgas dem Ziel entgegenpreschten. Sie wollten nicht einfach aufgeben und knapp 2 Kilometer vor dem Ziel, da war es dann um sie geschehen. Die Sprintermannschaften machten sich also bereit und wir haben es gesehen, es gab ein relativ großes Durcheinander. Der große Sprintzug war nicht zu sehen. Dann aber kam das Team von Deceuninck Quickstep mit den üblichen Verdächtigen Murkoff, Richese und Viviani. Murkoff knallt das Ding auf den letzten 250 Metern noch einmal an. Dann kommt Richese von vorne und dann hätte Viviani nur noch verlängern müssen. Der wartet aber sehr, sehr lang. Da kommt nämlich schon Caleb Ewan von hinten. Der kriegt ja noch eine knalle Welle von Richese. Dann kommt Peter Sagan in grün und auch Grunewegen kommt. Wer macht es? Es war eng, aber der Australier jubelt zum 2. Mal. Es ist Caleb Ewan, der sich hier den 2. Etappensieg bei dieser Tour de France holt. Und damit ist er nach Tageserfolgen der erfolgreichste Sprinter dieser Tour de France. Bislang hatten ja alle großen Jungs eine Etappe gewonnen. Und hier schauen wir mal, der kommt davon ganz hinten mit richtig viel Schwung an. Und Elia Viviani hat eigentlich die perfekte Position, wartet aber einfach viel zu lange. Auch Grunewegen ist chancenlos. Sagan wird wieder starker 4. und sammelt viele Punkte fürs Sprinttrikot. Aber The Pocket Rocket schlägt erneut zu. Das Team Sudal-Lotto holt sich hier den nächsten Tageserfolg. Und aus deutscher Sicht freut sich da natürlich auch Roger Kluge, der Berliner, der diesen kleinen Australier hier immer perfekt in Position bringt. Also Viviani 2., Grunewegen 3., Sagan 4., Bonifacio 5. und Matthews wird noch 6. vor Trentin auf Platz 7 und Jesper Stöven auf der 8.
Die Gesamtwertung bleibt so, wie wir sie kennen. Alaphilippe führt noch immer mit 1,35 vor Geraint Thomas. Und wie erwähnt, sind die ersten sechs alle noch locker in der Lage, irgendwo in Richtung Podium zu fahren. Es wird wirklich ganz, ganz spannend werden in den nächsten drei Tagen. Denn es geht in die Alpen und den ersten Schritt dorthin, den machen wir natürlich morgen von Pont-du-Gard in Richtung Gap. Das Ganze über 200 Kilometer. Es geht quasi den ganzen Tag immer nur bergauf. Keine ganz, ganz schweren Berge mit dabei, aber auf jeden Fall kein leichter Tag. Wahrscheinlich eine gute Chance noch einmal für die Ausreißer, aber wer weiß, vielleicht sind auch die Männer für die Gesamtwertung schon auf Zack. Wie auch immer, wir freuen uns, dass es morgen weitergeht. Die Tour de France geht noch bis zum Sonntag und erst der vorletzte Tag wird entscheidend werden. Bleibt dabei, bleibt bei uns. Wir sind hier bei GCN Racing.